alles nicht so einfach. Wir versuchen uns immer noch hier am Boss von den vom ersten Pfad, Katakomben von Ascalon. Und mal gucken, ob das jetzt klappt. Ich hoff's. Hoffen wir das mal. But you never know. Nee, leider nie. Es sind jede Menge nerviger Viecher gespawnt und deshalb sind wir irgendwie gestorben. Okay, er möchte wohl unbedingt da hinten kämpfen. Tollmann war das nie nehmen. Jetzt geht's wieder los hier, ja, mit nicht mehr stehen können. Wer liegt da? Ach, ist auch egal jetzt, ne? Muss ohne den gehen. Ja. Komm schon. Das fällt down, das fällt down. Komm, 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 komm. Sehr schön. Nice. Oh. Das war's, wa? Oh. 2 Minuten. Ich wusste, dass solche großartige Waffen der Vergangenheit nützlich sein würden. Weder ja, Geist weiß. Noch Schroftling wird ein Problem für die Abtei Dormant sein. Ehrlich gesagt, habe ich mir Sorgen gemacht. Ich wusste nicht, ob man den heulenden König überhaupt töten konnte. Durch euch ist unser Lager jetzt viel sicherer. Vielen Dank für das, was ihr hier geleistet habt. Kann ich dazu bloß sagen. Na, es hat doch aber geklappt. Und es gibt ein Level-Up! Ja, Mann. Das ist ja das Schöne, wenn man hier reingeht, kriegt man eigentlich fast immer ein Level Up. Das ist tatsächlich sehr nett. Was kriegt man hier? Handwerksmaterialien 4. Ranges und 2 Eigenschaftenpunkte. Das ist ja cool. Ja, mal richtig nice. Eigenschaftenpunkte? What the fuck? 2 gleich. Na, für ein Level Up. Das Level, ja. Und mein Rucksack ist voll. Wer hätte es anders gedacht? Ich kann irgendwie nicht auf alle Dings sammeln klicken. Alle Handwerksmaterialien sammeln, das ist irgendwie weg. Hier ist es weg. Kann nicht weg das sein. Ist nur irgendwie anders, als ich es im. Alle Materialien Kopf. Lagern. Ja, das hieß irgendwie mal mit Sammelgegenständen. Ja, aber das ist schon lange geändert, Miles. Ja. Na gut, dann habe ich mich halt zum Obst, ist ja auch egal. Ja, wir sind's ja gewohnt. Ja, eben. So. Was, P3? P3. Weiß ich nie, wollen wir noch Fahrt 3 machen? Na, ich denke nicht. Ich denke nicht, wenn jetzt die Gruppe sowieso auseinander geht hier. P3 wäre auch noch einfach, P2 ist richtig beschissen, dazu brauchen wir richtig viel Kampfkraft und die haben wir eh gar nicht. Nö. Nicht so richtig viel haben wir. Oh ja, und noch ein Gold 55, dankeschön. Na los, laden mal die Ebenen von Arschfurt. Ich verlasse mal die Gruppe und lade dich dann neu ein. Ja, bitte. Ich lade noch, aber dann kannst du mich gleich einladen. Und ich kann dir jetzt, ich glaube, 6 Gegenstände zeigen.
das gefällt mir. 3 Rüstungsteile, 2 Waffen oder so. Für mich ist natürlich nicht gedroppt. Wäre auch zu schön gewesen. Ja, man kann ja die alles haben, ne? Nee. Nehmen wir mal ein bisschen schwere Rüstung, es ist ja sinnvoll. Bist du jetzt mal bald da und kannst die Gruppe verlassen? Ja. Jetzt bin ich. Knall mir mal schnell die Eigenschaftenpunkte irgendwo hin. Bisani, kannst du Schwerter gebrauchen, weil ein gelbes wäre getroppt von uns. Und gelbes. Ich guck mal. Guck mal. Der Eigenschaftenpunkt. Was ist denn das für ein Schwert? Ein Haupthand. Ist. Ja, schick mal. Ja. Ja. Macht er. Vielen Dank. Bitte, bitte, immer gern. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo können wir jetzt die Eigenschaftenpunkte reinklatschen. Ja, das gucke ich auch gerade. Also ich habe es schon da reingeklatscht, wo ich es immer hätte reinklatschen wollen, aber was ich für eine Fähigkeit dort reinmache, also für ein Passiv. Ja, genau. Klingt nie so schlecht. Ja, schon ein grünes rein, ne? Ich nehme mal Ditte. Nehmen wir mal Ditte. So. Wir essen hier / P. Kopf, Hose, Schuhe, Hände, Gewehr, Streitkolben. Erfrischend. Wir müssen um jeden Preis die Vorräte schützen. Jetzt quatschen die hier natürlich in den Chat rein und du hast es nie mitbekommen, dass ich dir das gepostet habe. Nee, ich habe gar nicht mitbekommen. Werden sie sich zweimal überlegen, ob die wiederkommen. Dann werde ich das noch einmal posten. Diesmal alles in ein Fenster. Ich glaube, es war alles. Jetzt besser. Ja, warte, ich gucke. Sind denn diese askalonischen Tränen? Ist das irgendeine Währung? Vermutlich. Ja. Vermutlich. Der Kopf bringt mir nichts. Der Beinschutz bringt mir nichts. Schuhe bringen mir nichts. Die Handschuhe bringen mir nichts. Wer? Bringt mir nichts. Stiefel bringt mir nichts. Der Streitkolben. Ja, der würde mir was bringen. Ich trage zwar kaum einen, aber ja, den Streitkolben würde ich nehmen. Den einhändigen da. Der starke Eisenstreitkolben der Schwäche. Ja? Sie haben alles gestohlen. Jemand muss unsere Vorräte wieder zurückholen. Da war ja richtig viel was dabei. Da war richtig was dabei, du. Dankeschön. Bitte. Zerdengeln. Ah ja, es hätte ja klappen können, dass vielleicht mal ein bisschen was Besseres und mehr rauskommt, aber na ja. Man kann ja dann nie. Auch. Nee, für uns. Warum auch? Ja,
ist immer wohl ArenaNet nicht wert. Nee. Ja, gehen wir lieber wieder zurück in Funkenschwert. Obwohl, jetzt sind wir... Da geht ja eigentlich nur bis 65. Jetzt sind wir ja schon 66. Eigentlich müssten wir uns ja schon wieder fast ein neues Gebiet suchen, oder? Meinst du? Theoretisch. Und was schwebt dir da vor? Ich weiß es noch nicht. Also da südlich von den Baumgrenzenfällen, da wo dieses Vulkansymbol ist, ist 60 ja. bis 70. Ja, das ist mir auch gerade so. Das Dampfsporngebirge. Vermutlich, ja. Ja, das könnte, ja, vielleicht da... Und wie kommen wir da hin? Das weiß ich nie. Vermutlich von der Baumfällengrenze, ne? Oder vom Funkenschwärmersumpf. Oder vom Funkenschwärmersumpf, das denke ich eigentlich noch eher. Na, da probieren wir es. Da gehen wir dort von den südlichsten Punkten, die wir hatten, haben Splitterküste, gehen wir einfach mal nach Osten und gucken mal nach, würde ich behaupten. Ja, würde ich sagen, probieren wir mal aus. Funkenschwärmersumpf. Aber ich glaube, das mache ich diesmal nicht schneller, das sollte jetzt nicht so lange dauern. So. So, Westen. Osten. Osten. Links halt. Nee, ist es auch nicht, ne? Oh, Marius. Hier durch? Ah ja, von mir aus. Gucken wir mal. Nachher hätten wir eh noch in Herz. Töten wir die Male. Oh, ja. Ich hab gerade eine unerwartete Waffe in der Hand. Eine unerwartete Waffe in der Hand? Ja. Einhandschwert und Einhandaxt. Geht alles. Ja, ich wusste nur nie, was die Fähigkeiten waren. Dann hab ich gewundert, dass ich zurückgesprungen bin. Wie so ein... Der Berserker. Okay. Oh. Tot. Tot. Also die Gegner. Ja. Das Licht erlischt, ja. Was kann man hier aktivieren? Aktiviere eine Pflanzenlampe. Schön. Machst du das nicht auch manchmal zu Hause? Eher selten. Ich habe nämlich nie mal Pflanzen hier. Abgesehen von Schimmel. Wow. Ja, dann machen wir das Herz hier noch mit, meine Fresse, ey. Wenn hier so viele Gegner sind, die das förderlich beeinflussen. Ja, ah, hier hinter uns spawnen auch schon wieder welche. Jo. Ich denke, die Quest ist ja dann gleich fertig, wenn wir hier durchgelaufen ja. sind. Und am Ende ist sogar noch der Herzhügel. Können wir nochmal schauen, ob es was Tolles Neues gibt. Oh ja. Eine Hoffnung. Dass es auch wirklich was gibt. So. Aber wir kommen ja voran, ne? Also, wir sind ja jetzt auch schon fertig. Level 66, das soll mal was heißen. Ja. Bald geht es nicht mehr nach Leveln. Das ist doch schön. Lasst ein Unrecht nie zu bösem reifen. So, was haben wir hier alles? Ein Schwert ist kacke. Schild, das Schild. Sieht bestimmt gut aus, das Schild. Das Schild
bringt mir sogar was. Ah, geht so. Der Streitkolben bringt mir nichts. Beinkleid ist für ein Arsch. Was ist das? Bringt mir auch nichts. Naja, wenigstens eh eine Sache. Na. Schauen wir doch mal, Schildi. Boah, jetzt konnte ich es nie anlegen. Denn frech. Also Nerven hier, ne? Gibt's doch nicht. So. Wie kommen wir hier jetzt vorbei? Ach, hier hinten rum, wa? Ja, ich hoffe mal. So, jetzt kann ich mal mein Schild anlegen. Waypoint. Oh, naja, ist doch mal ein anderes Schild. Ja. Endlich mal wieder nicht mehr so ein Holzhackmist. So, Rüstung repariert. Gibt selten so richtige, ne, so richtige Protzwaffen hier. Später also dann mal. Die Legendaries, wollte gerade sagen, ja. Oh, was haben wir hier? Platinerz. Natürlich, ja, ist doch Wasser. Stimmt, ist Wasser in der Nähe. Oh, ich kann sogar nochmal abbauen. Mistviecher. Ja. Was denkst du, Ehren? Weiter östlich oder? Tja. Warte mal, ich guck mal. Ha. Ha. Das Gebiet haben wir nämlich freigeschalten, so richtig, oder? Dort an der Kante? Nee. Latsch da jetzt einfach mal straight on rein. Watsch, 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 watsch. Gucken, was hier passiert. Ah, ich habe ein Portal gefunden. Hört sich doch gut an. Ja. Und irgendwas Eigenartiges. Muss ich mir jetzt erstmal angucken gehen. Mal abgesehen von dem Baum. Meint eher an dieses Tron-ähnliche Gebäude hier. Aha, ja, okay. Hm, ja. Sehenswürdigkeit immerhin. Du springst natürlich ja ganz rein. Naja. Was muss, das muss. Oh, jetzt auch nochmal Platinerz. Oh, Mahlstromgebirge. Platinerz. Hier steht das mit einem riesiger Mensch. Ist das das? Es sieht gut aus, ja. Ja, ja. Sieht sehr gut aus, sieht sehr gut aus. Ja, knarzt, mein Stuhl knarzt. Sicher, dass das dein Stuhl war und nie du? Der langsam alt wird? Könnte auch, ja, könnte auch die Hüfte gewesen sein, ich weiß nicht. Wenn die so knarzt, dann ist das falsch. Dann gehen wir doch mal. Da ist so ein Haufen mit einem Speer drin. Ja, gehen wir einfach mal nach Süden. Ja. Es sieht irgendwie nicht aus wie Mahlstrom, sondern eher nach Dschungel. Naja. Kommt passt. Noch. Ist ja noch ein Vulkan in der Mitte, dann geht's. Genau. Hoffentlich sieht man den mal irgendwie von der Nähe. So wie das Kaninchen meinem Pfeil gesehen hat. Oh, Mario ist rechts von uns. Ganz viel Platinerz. Wie kommen wir da hin? Unser Wasser vermutlich. Nee. Bist du denn? Ach so, da kann man hochgehen. Das ist mir eine Höhle hier, dieses dunkle etwas. Platinerz! Ups, und hier lang und da lang. Hier ist auch ein Herz in der Nähe, sehe ich gerade. Ja. Das ist ja vorzüglich. Noch mehr Platin, verwendet die Artefaktsucherpistole der Abtei. Müssen wir uns bestimmt das holen, das Teil. Ja. So eine Schande. Ach, wir
kommen wir denn zu der reichhaltigen Ader darüber? Ah, ich weiß schon wie. Zack, zack. Oh. Aha! 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 Bin hier richtig? Ja, ja. Oh, hier ist die reichhaltige Ader. Mmh. Reichhaltig. Oh ja. Seh dich nie, hier sind so viele Büsche. Oh, achtmal konnte ich draufhauen. Sehr cool. Was ist das hier eigentlich für ein Gebritzel? Der hat so ein ganz Special Axt, wa? Hast du nie mitgekriegt, oder? Nee, ich werte gerade meine Gegenstände auf. Das, was jetzt passiert. Das ist auch egal. Ach, das Feuerzeug da, oder was? Ja, das, wie der halt abbaut. Das ist, weil der eine spezielle Hacke hat, die hat er. Es gibt im Kaufhaus hier. Gibt's Hacken, Äxte und was war das andere? Sicheln? Ja. Zu kaufen, die einfach nie kaputt gehen. Ah ja. Und die haben dann halt auch noch so eine Special, sehen dann halt auch noch so ein bisschen anders aus. Ja. Und können wahrscheinlich Animation. Alles abbauen. Binne! Ah, die bringen sogar was. Ja, ja, hier passiert irgendwas. Das Kaninchen bringt auch was. Was? Nee, schade. Leider nicht. Was ist das hier? Hier ist so ein Wagen. Untersuchen. Sucherpistole nehmen. Elektroenergie, Artefakte aufspüren. Ich glaube, hier sind keine Artefakte. Aber hier hinten vielleicht. Irgendwas hat hier gerade gebrisselt. Da. Hier so. Ah, mit dem Dreier-Skill. Oh, 140.000er Crit auf die Ratte. Oh, hier ist eine Spinne. Ja. Viel aus, dieser blöde Golem. Gut, wir machen so viel Schaden mit den Dingern, aber. Ja, man erkennt schon leicht, wo man die Artefakte suchen muss. Bist du noch da überhaupt? Ja. Man hört nichts mehr von dir. Ja, wenn du mal nach unten kommst, würdest du hättest da auch gesehen, dass man die Artefakte, die der dann irgendwann mal ausgegraben hat, der Typ auch aufheben kann. Aha. Vergangenes soll die Zukunft inspirieren. Da muss ich ja noch warten, bis die das ausgraben, so eine Scheiße. Ja. Gott, ey.
Und dann habe ich das kann ich dann irgendwo abgeben, vermute ich mal, wa? Denke ich. Obwohl, es gibt schon was für die Quest, wenn man es einsammelt. Bing, bing. Nur mache Eier, Juri. Juri, mache Eier. Kann nicht so schwer sein, sowas auszubuddeln. Na gut, wenn man die Spitzhacke so hält, dann schon. Hat sie nämlich ein bisschen falsch gehalten. Wie ich blute, hat der Wurm eine Macke? Mich angeritzt. Ja. Botsammler, ey. Freue ich mich ja immer drüber. Ach komm schon. Ich guck mal, was die Dinger bringen, wenn man sie zurückbringt. Oh. Ja. Nicht viel. Okay. Nicht viel. Ein feuchtes Nichts. Ja, ich hab nicht mal so viel, aber. Ist noch zu viel. Los. Geh mal gucken, was der Typ so zu verkaufen hat. Na, scheiße bestimmt. So wie immer. Komm, ich hab vor uns gerade ein neues Schild gekriegt, ja. Ja, stimmt. Was ist das denn? War ja nur ja. Ein Glück. Ne, ja. Aber nö. Handschuhe bringen wir nicht, die Handschuhe bringen wir ohne nicht. Die Handschuhe bringen wir leider ohne nicht. Schade. Das war jetzt doch schneller fertig, als ich gedacht hätte. Hopsti-dopsti-dopsti-dodoli-dopsti-dopsti-dopsti-dopsti-dopsti-dopsti-dopsti-dops. Hat nur Mist, ja? Ja, also für mich schon. Gucken wir doch mal. Stäbe sind schon mal Mist. Das ist Mist. Handschuhe, Mittel, Kraft. Immer nur Kraft und Zähigkeit und bäh. Also nur Zähigkeit und Vitalität ständig. Oh, wir sind, oh, 28. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.